Da bin ich dann wieder zurückgegangen. Da habe ich ein Video von. Okay. Mahlzeit. So, ich laufe viel mit und höre Hörbücher oder so, ne? Aber wir wollen ja die Natur hören. Ja, jetzt. Ja. Ja. So. Dienstweg nur Befugte hier. Sind wir befugt? Ja, wir sind befugt. Ja, komm. Ja. Da kannst du mal sehen, wie laut das ist hier. Wir stellen dir vor, dass hier alles Elektroauto ist. Da müssen wir noch die Reifen hören. Ja, ist das so. Mahlzeit. So. Was haben wir hier denn für ein Schildchen? Bären. Bären, ja. Nein, wir sollen Rücksicht nehmen. Wir sollen uns rücksichtsvoll verhalten. Aber das machen wir ja sowieso. Das sind 70er Jahre Schilder. Ja, ja. Aber das ist jetzt schon mal, ne? Ja. Guck mal da unten. Ja. Ein Abflussrohr, ein altes. Ja. Wir bleiben stehen hier. hast schon Angst gehabt? Ja, hab ich schon geguckt. Also normalerweise wären wir da jetzt reingegangen. Zack. Ja. Na? Na? Anja, noch ein bisschen nicht gerettet. Nein. Wenn du irgendwas mehr würde, dich nicht essen müssen. Du. Fühl dich frei. Hier, die Lianen. Die Tarzan kannst du dich dran lang schwingen. Guck mal. Blatt hier. Ja. Die nächste Schneise. Was? Ein Stein? Ach so, das ist so. Ein Grenzstein ist das, meinst du? Ja. Das könnte sein. Ja. Das ist nur ein Grenzstein. Markierung. Ja. Guckt es euch an hier. Unsere schönen Wälder. Ey. Das sag mal. Ja. Guck dir, bis da hinten, alles voll. Alles voll da hinten. Alles kaputt. Mann, Mann, ey. Das ist schon fast 50% des Waldbestandes, was hier. Ja. Mann, ey. Ach, ein Verrückter. Rechts, links. Ja. Und. Was sind die mit den Fliegen auf den Zähnen, ne? So. Der war gerade in Adrenalin. Ja, der war. So, Anja. Was hast du? Du musst ja auch hoch mit dem Rad. Ja, klar. Nicht, wenn man oben zart ist.
Wie muss der ja da hoch? Im Sauerland auf dem Bockberg. Da sind die mit der Seilbahn hoch mit ihren Scheiß. Na, das bringt ja, ne? Das ist ja Sport. Auf dem Bucksberg. Das, ich weiß gar nicht mal, Winterberg, da eine Ecke. Naja. Guckt euch an hier. Na, hier wird aufgeforstet ein bisschen. Das heißt, in 30 Jahren haben wir hier Bäume. Werden wir nicht mehr erleben. Doch, doch, doch. Ich werde ja 100, habe ich doch gesagt. In 30 Jahren laufen wir hier wieder her. Und gucken uns das an. Na, Anja, in 30 Jahren kommen wir wieder und gucken uns dann die Bäume an, wie sie aufgeforstet wurden. Ohne. Das schaffen wir. Höhe 180 Meter. Ja, heute kommen wir nicht besonders hoch. Das ist wohl so. Stunde 35 haben wir auf dem Tacho. Und steht hier. 30 Meter links, da ist doch da. Da ist doch ein Weg. Anja, wir müssen jetzt links. Nein, ist ein Weg. Ist ein Weg. Okay. Habe ich befürchtet. Scheiße. Okay, das war ein Problem. Das könnte problematisch werden. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Anja, wir gucken erstmal. Ja. Mal gucken, ob wir weiterkommen hier. Da sieht ja. Warte mal. Das können wir Anja nicht antun. Nee, hier halt mal fest. Halt dich mal auf den Kurs. Okay. Was? Fordere uns nicht heraus! Was? Nein, das tun wir dir nicht an. Das wäre schon extrem dadurch. Dann müssen wir umgehen. Gehen wir mal höher und gucken, ob wir da umgehen können. Okay. Da kommt ein bisschen Wasser, können wir aufrufen. Ja, dann machen wir gerade. Nee. Hallo, nein. Hallo, wir sind Männer. Wir sind Männer. Männer sitzen die hier hin. Anja, Mensch. Die Hälfte noch nicht mal. Ja. Nein? Was? Okay. Jetzt haben wir ungefähr ein Drittel von der letzten Tour. Okay. Könnte ein bisschen knapp werden. Das reicht, ich habe auch drei mit. Ehrlich? Ja. Nee, ich habe zwei mit. Ich habe extra eine mit mehr mit genommen. Eine reicht mir normalerweise. Er hat an dich gedacht. Guck ja, 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 habe ich mir Gentleman, gedacht. Gentleman. Ich habe drei Flaschen Wasser. Das habe ich mir gedacht, so, dass ich die bräuchte. Kommt noch ein bisschen trinken, ne? Ja, das kann man, das spürt eine, man ja dann so, ne? So eine Literflasche reicht mir meistens. Okay. So, dann lassen wir weiter. Dann geben wir einen großen Bogen. Ja, lass einen großen Bogen machen. Aber ihr wärt doch jetzt auch nicht gegangen, oder? Doch. Ja? Ja, oh. So verrückt sind wir. Warum heißt man ja auch so Crazy Wanderer? Irgendwo muss der Name ja wegkommen. Das ist so genial. Also wie mit meinem
meinen Bergen, wenn ich den Gipfel nicht erreiche, vielleicht da wieder hin. Ja, das kenne ich aber auch. Das ist halt immer, eine kleine Herausforderung. Hier muss ich nochmal hin, dann mache ich es irgendwann. Ja, ist ja jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Erklimmung eines 8000ers oder so. Das sind ja halt nur ein paar Bäume, wo du rüber klettest. Von mir war auf dem Mount Everest. Okay, das ist. Wollte cool. Ich ebenfalls hin, ob er es geschafft hat, weiß ich nicht. Haben ja. Und das ist natürlich noch was anderes. Ne? Ja, so ein bisschen hier über die Bäume kraxeln, das ist ja, ja Pipi-Kram. Ne? Gelenkig. Ja, genau, ist da halt kann so. Ich nicht mit. Ja, wenn du fit bist, wirklich, wenn du fit bist, sagen. Kriegst du das hin. Ah, ja. Genau. Ja. Über nächste Woche fahre ich nach Füssen, Allgäu. Ja, ja. Vor Alpen, da sind auch schon 2000 und so. Okay. Aber meine Frau ist ja dabei. Gut. Also gucken wir uns natürlich die Schlösser da an. Schön. Ach, und wieder eine kurze Leine gehalten. Ja. Ja. Ja, da muss halt auch irgendwie so ein bisschen so richtig Spaß zu haben, weiß ich auch nicht. Ja. Hat halt auch nicht jeder so extrem. Genau. Hier auch, es geht immer weiter, guck dir das an. Ja. Ja, dann nächstes Mal bringst du mal den Thorsten mit. Da kann der Thorsten auch mal ein bisschen mitlaufen. No comment. Kein Kommentar. Richard, es tut mir leid, aber da musst du erstmal einmal. So, hier vorne ist gleich der Gipfel. Um die der Obernberg, der Gipfel. Ja. Gipfel Höhe 210 Meter. Na, guck. Kommen wir genau vorbei. Das ist aber gleich quer geht. Ja. Mal der Bogen ist gleich hoch. Ah ja, okay. Sag mal, für Thorsten habe ich noch zwei Fünferkarten fürs Fitnessstudio. Für Vater? Ja. Aber die glaube ich, den wird er gar nicht nehmen. Ne? Ja, wir waren ja auch mal. Ne? Ja? Aber obwohl, genau, stimmt doch. Hallo, ich fällt mir gerade ein. Thorsten ist doch mal eine Zeit lang immer gegangen. Ja, ne? Der hat im Kaiserpalast. Ja, das war doch Kaisercenter. Ne? Ja, genau. Kaisercenter hieß er. Ist er doch immer hier rudern gewesen. Hat doch richtig was gemacht da. Wie ich weiß. Und dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt hast. Ja, ist natürlich kacke. Wenn ich zwingen muss, ist auch Mist. Kommt ja noch eine Phase, wo das alles funktioniert. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich ja auch um hier. Ja. Das ist ja auch Konditionen. Ja, ja, das auch. Hat er auch noch nicht aufgegeben. Ne? Nee. Also. Ja, was machst du denn hier? Ja, das ist auch. Man muss die Füße hier, ne? Ja. So, da war auch mal Messen, oder? Du wirst morgen natürlich, wirst du wahrscheinlich uns verfluchen. Du wirst sehen, hier unten durch dieses ja, Dingens laufen hier, ne? Schon. Da wirst du, also ich hatte das erste Mal, hatte ich richtig das Muskelkater ich, gehabt. Ich aber keine, ich kenne so ist halt so. Auch, ist aber auch irgendwie ein guter Schmerz, finde ich so. Im Tanz, ne? Da haben wir uns auch zwei, das ist eine ganz spezielle. Ja. Ja, aber das ist was anderes, wirst du merken, weil du durch dieses Ausbalancieren ist das wirklich gutes Training, ne? Also du kriegst da stabile Fersen hier fesseln, das ist richtig gut. Ja, das wäre schon, ja. Das weiß ich nicht, ob ich das so unbedingt machen würde, hier so durch den Wald barfuß rennen.
Weg gefunden. Oh, die waren hier wieder mit Pferde. Mit die Pferde waren sie hier. Alter, guck dir das Baum an. Der ist ja wohl geil. Alter, ist das ein geil. Hammer. Der ist ja wohl Hammer. Gespalten. Hammer, ne? Ich mach auch das ist schon. Das ist schon. Da gibt es so eine Serie, Anja. Die heißt. Ich glaube, die heißt. Ed Statham oder so, oder Ed Stetson oder so. Das ist so ein Engländer, der lässt sich immer so in die Wildnis. So komplett nackig, setzen sich irgendwo ab, Amazonas, ja, ja. Oder auf so einer einsamen Insel mal 30 Tage und da muss der ohne irgendwelche halt überleben. Ne? Achso, und dann also. Guckt immer auf D-Max sich so Überlebenskünstler an, ne? Ja. In Amerika. Das ist auch, gibt auch heftige Geschichten. Ja, aber das auch. So da gibt es auch viele Durchgeknallte, das stimmt. Glatt. I have Angst. Glatt. Das geht. Das nicht. Ja, komm. Kommt auf die Sohle an. Hä? Die vier habe ich genommen. Welche vier? Da. Geht ja auch unterher. Oder du krabbelst. Da. So niedrig ist er doch nicht. Oder rüber. Oder da vorne kannst du mit. Da ja, ja, ich weiß, ist klar. Ich muss mich erstmal so, wie so. Halt dich fest. Halt dich fest, genau. Ist doch wie eine Treppe, meine Güte. Geht doch. Super. Ja. Alles gut, siehst du. Wie ist der? Sieht auch schon ganz schön matschig aus. Bäume, Alter, hier sind eine Stolperfalle nach der anderen. Ja, gut, solche Sachen, die kosten natürlich Zeit, ne? Das ist aber jetzt auch gewollt. Was? Was? Die Bäume hier, oder was? Die Bäume, da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Haben wir keinen Einfluss drauf. Die Strecke ist ja, und normal ist das ja frei. Ja. Die hast du dir doch ausgesucht. Zwei Stand zu Hause. Hallo. Du hast gesagt, wir nehmen Herford, weil Anja aus Herford kommt. Nein, ich habe also, gesagt. Theoretisch hast du da. Hallo, hallo. Ich habe zwei zur. Ich wollte nicht weit fahren und da habe ich zwei habe ich ausgesucht. Aber es geht ja und ihr habt beide gesagt, ihr wollt zwei laufen. Aber es geht ja querfeldein. Ja. Alles. Nein, ist auch ist schön, gut. Ich finde die Strecke gut jetzt mit den Bäumen heute. Ist nicht ganz so langweilig. Genau, ein bisschen klettern. Siehst du? Und spring! Oh, ich. Aber das ist ein paar Jahre her. Ne? Ja. Ja. Ja, du musst abfedern, ne? Weißt du? Ich habe noch ein bisschen Metall in den Beinen. Ja, auch. Ne? Ich habe den letzten Kürz. Ah, ja. Ja. Nee, Wadenbein. Knochen okay. Habe ich gebrochen. Ja. Ich sage jetzt nicht wobei. Das Ding muss noch raus irgendwann mal. Aber eigentlich wollte ich es ja dieses Jahr machen, aber da wir ja Wandertouren haben, geht es ja nicht. Mal schauen. So, sieht aber so komisch aus hier. Mal gucken. Sollen wir so ein bisschen mehr rechts halten gleich, ne? Ja, müssen wir, hier können wir am besten rüber gehen und dann rechts rüber. Hier ist wieder ein kleines Baumtraining. Ja. Ein kleiner Hürdenlauf ist das. Ja. Das ist aber alles noch machbar. Ja. Alles im grünen Bereich hier. Ja. Wird aufgeforstet. Ja. Wollte ich gerade sagen. Nicht auf die Bäume treten.
auf die guten. Ja. Die sind noch im Wachstum. Oh, da hinten, Willi, Achim, ein Wildschwein. Ach nee, ist ein Hund, ist das. Ist das ein Hund? Nee, ein Wildschwein ist das. Was hast du? Ist nichts, ist weit weg. Ist weit weg. Da ganz hinten. Schon weggelaufen. Da oben ist das lang gelaufen. War aber eine Sau. Ja, okay. Konntest du das so erkennen? Ja. Ja, da hatten wir letztes Mal, wo wir waren. Ne? Nee, wir haben keinen gesehen. Wir haben nicht mal im Wildschweingehege haben wir nicht mal Wildschweine gefunden. Die haben sich alle verpisst. Hier sind die ganzen Teile. Ja, pass auf. Meinst du? Dem Schicksalsberg? Ich höre, wir hören ihn wieder, Achim, den Specht. Ja, das war ein kurzes Intermezzo. Ah, da finden die schon wieder. Es sei denn, dass die bestimmt irgendwo zu Hause liegen. Und wenn sie es nicht anrufen können. Ich denke, die sind noch nicht ganz mit. Nee, kann schon sein. Haben die zu Hause oder? Ja, wer weiß. Na, das glaube ich nicht. Also das glaube ich weniger. Das machen die eigentlich nicht. Vielleicht liegt das irgendwo auf der Gästetoilette oder was weiß ich wo. Ja, bei sich, ich meine bei sich zu Hause oder so. Oder die ist irgendwo runtergerutscht oder. Ja, genau. Wir müssen, glaube ich, erstmal mal richtig suchen. Das ist natürlich scheiße, wenn der Akku leer ist, dann suchst du dir erstmal einen Wolf. Aber normalerweise müssen ja gucken können, wo es liegt, ne? Wo es sich das letzte Mal eingewählt hat oder gemeldet hat. Warte mal. Das sieht schon interessant aus hier. Ja. Ja. Diese unterschiedlichen Farben da, ne? Von dem Holz. Das ist schon ein sehr hoher Eisenanteil, ne? Ja. Ja, da übt man noch ein bisschen. Richtig, aber. Ja? Ja, gut, das schwingt ein bisschen. Hier. Ja, das schwingt. Ja, guck mal. Das schwingt. Ja, gut. Das ist ja kein Wunder. Ja, hier, guck mal. Hier, das ist. Wie man die jetzt schneidet, ne? Ja. Und der zurückschwingt. Richtig. Die Arbeiter, die sind auch teilweise in Gefahr, wenn das nicht. Ja, das ist richtig. Schwingt das überall. Ja. Kann passieren. Ja. Drogen. Also ich muss zugeben, diese Tour hätte ich allein nicht gemacht. Aber die Frau, die geht da allein durch das Gehölz. Was ist mit der los? Wo müsste die hin? Gute Frage. Oh, hier ist der Weg. Aram hat den Weg gefunden. Aram hat den Weg gefunden, wir müssen nur noch irgendwie auf den Weg kommen. Welche Richtung geht?
weiter. Runter rechts? Ich denke links, oder? Links oder rechts, Achim? Rechts. Ja, Mensch, dann. Obwohl, nimm hier den ist natürlich auch. Warte, komm. Wir gehen hier. Hier gehen wir her. Komm her. Ja. Alter! Der Kameramann und das Opfer gehen den leichten Weg. Ja, ich muss das jetzt machen, weil da bin ich gefangen. Und das Opfer? Das hat jetzt gedauert. Ja, wir wollen nicht nachher unserem Gott opfern. Siehst du doch richtig? Siehst du doch. Wir müssen dich dem Wandergott opfern. Auf der, an der Opferstelle nachher. Hä? Wie? Rekord? Guck mal. Du glaubst gar nicht, wie viele unterschiedliche Bänke man in der Zeit so sieht. Das ist. Echt? Ja, ja. Du bist ja genauso verrückt wie Jana. Weißt du, was Jana in Irland gemacht hat? Hm? Also meine Ex, nicht seine Frau heißt ja auch Jana. Ach so, okay. Die ist mit den Kindern in Irland gewesen und hat die ganzen Türen fotografiert. Auch. Also, die hatten alle so unterschiedliche Farben gehabt. Ne? Genau. Da hat die, ich weiß nicht, 1000 Fotos von diesen Türen gemacht. Treten sie ein, sozusagen. Falsch? Nee. Aber? Aber, okay, guck dir das an. Die habe ich noch nie gesehen. Was ist denn das? Soll das unsere Tour sein, oder was? Das ist aber eine lange Tour, die wir da machen, ne? Mhm. Bei der Born. Da ist Startpunkt. Hat er irgendwie zwei Touren durcheinander gebracht hier, würde ich mal sagen. Okay, richtig, Stadtwald. Google Maps natürlich. Schlaghof Richtung Tierpark gehen wir jetzt. Okay. Das ist da oben Waldfrieden, ne? Das ist schon was da. Der Navigator hat sich vernavigiert. Nein. Aber wir haben Einheimische dabei, die sich auskennen. Alles in Ordnung. Der Rückweg, wenn ich mir denke, wenn wir da rauskommen, der Rückweg ist nicht unweit. Ich weiß nicht. Okay. Okay. Die Tour geht, wenn der Navigator sagt, wir gehen geradeaus. Ich denke, dass hier 48 die Punkte sind genau angezeichnet. Also die Tour ist noch immer möglich. Okay. Ja. Softwarefehler, siehst du, man kann sich nicht darauf verlassen. Und ich habe heute mein Backup-Navigationssystem nicht dabei. Okay. Ausgehoben. Gut. Für Björn auch, hat er Darstellen und Gestalten gewählt? Boah, da fragst du mich. Nee, keine Ahnung. Sowas hat er doch, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr. Das hat sowas hat er nicht. In der Elf? Ja, der hat das letzte Jahr, was ist denn das? Ja, das ist nicht gut. Weil am Mittwoch ist eine. Nein, nicht das letzte. Also er hat noch. Er hat noch ein Jahr. Also ist, glaube ich, 12 ist das, ne? Oder ist das? Weil am Mittwoch ist die Veranstaltung, Abendveranstaltung, dachte ich, er tritt da auch auf. Weil unser Bastian muss damit. Ja. Okay. Hast du gehört, der hat gerade irgendwie keinen Kontakt mehr zu denen. So. Zu denen. Ja, was weiß ich. Ja, das ist er eben so. Ja. Das sind ja schon Altersunterschied, alle. Ja, Björn ist 18, ne? Ja, eben. Das ist ja schon eine schöne. Was ist das, Kalk oder was ist das? Los. Sieht er schon? Ja.
Ja. Hm. Das ist ein Weg. Ja, sieht so aus, ne? Ja. Hier vorne auch ein kleiner, ja. Wollt ihr am See mal gucken? Ja. Ach, da vorne rüber, okay. Okay. Gibt es auch ein Restaurant. Da ist noch okay. Eis, ein bisschen die obere Schicht. Ne? Ja. Ist noch so ein bisschen drauf, ja. Obwohl das ja schon recht warm ist, ne? Kannst mal sehen, wie lange das dauert. Ich weiß, weil da ist ja kein Zufluss und das wird ja komplett. Ja gut, das ist ja wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Kühlschrank, hätte man gesagt, das hält ja. Ja. Ach, guck mal, ein paar Enten sind auch schon da. Ich glaube, wir haben eine merkwürdige Person dabei. Sie gerieten immer tiefer und tiefer in den Wald hinein. Und in der Ferne erblickten sie ein Haus. Der Schornstein loderte. Der Schornstein rauchte. Und als sie näher herantraten, blickten sie in die Augen einer merkwürdigen alten Vettel. Frau. Vettel heißt das. Ja. Sie klopften. Nee, das geht ja nicht mit in der Station. Wir haben sie doch schon gesehen. Wir gucken schon in die Augen, da können wir nicht mehr klopfen. Falsche Reihenfolge. Ja. Hat eure Mutter euch nicht gesagt, dass ihr nicht vom Wege abkommen sollt? Welches Märchen kann das wohl sein? Gute Frage. Das Achim-Märchen ist das. Okay. Ja, ach guck hier. Ja, guck mal. Ja, und eine Brücke. Hütte. Ja, eine Hütte. Ein bisschen. Was haben wir denn hier? FFH-Gebiet. Der Wald nördlich von Bad Salzuflen. Ja, siehst du. So, und jetzt? Da geht es zum Bismarck-Tour, 2,5 Kilometer. Hühnerwind. Hier ist, glaube ich. Das ja. Ist das, glaube ich, hier. Ist der noch belebt? Das weiß ich nicht. Irgendwas war da. Okay. Was denn? Recording. Okay. Ja. Mahlzeit. Ein Jahr kein Winterdienst, aufpassen hier. Der sieht aber ziemlich. Genau. Ja, gehen wir hin. Wo willst du denn gucken? Der ist abgesperrt da unten. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Ha.
So, mal gucken hier. Das sieht wirklich aus, als wäre. Ja, Kneipp-Armbad ist hier. Ja, aber ne? Das ist leer, da ist nichts mehr drin. Ja. Mal gucken hier, aber. Hast du? Ja, nee. Tja. Vor ein paar Jahren habe ich hier noch richtig abgeholt. Echt? Ja, mal gucken. Ja, kann ich mal sehen, das ist klar. Yes, we Kneipp. Ja. Kneipp-Weggefährte. Das ist. Ja, gut, das ist natürlich. Hat sich alles nicht mehr getan. Ja, gut, das ist halt, wenn du keine Gäste hast, dann. Guck mal, es gibt viel, ne? Die Leute haben unten. Was weiß ich, was hier renoviert werden muss oder eine neue Schuss. Ja, wollte ich gerade sagen, ich sag mal, das ist ja auch schon ziemlich billig oder. Verlebt, hätte ich beinahe gesagt, oder? Wenn du so guckst, gibt es sogar 6. Guck mal, alle schon die, guck mal, die alten Stühle, die da noch. Ja. Tja, hättest du wahrscheinlich komplett renovieren müssen, oder? So wie bei uns in Randring. Hm. Das Ruhehaus da, das ist ja auch. Du meinst Erzmeier, oder? Ja, genau. Das ist natürlich jetzt erstmal nicht super gleich. Ja, oder das dass hier keine Leute hinkommen, das zu stören. Vielleicht suchen die einen Pächter, man weiß das nicht. Müssen wir mal recherchieren. Aber das ja, was, du, hier ist wahrscheinlich, ja, aber hier ist wahrscheinlich nur das Gelände noch und der Abriss und dann würden die irgendwas anderes hier hinsetzen. Keine Ahnung. Ja. Tja, was könnte man hier hinmachen? Ne? Hier ist ja der Golfplatz und so, das hört sich ja dann auch an. Ja, da, hier okay. Und einkehren und auch übernachten. Okay. Das müssen wir übrigens auch noch machen, weißt du? Ja, das haben wir uns auch schon vorgenommen. Okay. Golf spielen. Wahrscheinlich werden wir voll versagen. Wir brauchen wahrscheinlich für einen ganzen Tag für ein Loch oder so. Okay. Handicap haben wir, keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Ja gut, einen ganzen Tag vielleicht nicht, aber. Wir müssen erstmal auf eine Driving Range die Schläge üben. Auf der PS4 kann ich das, aber auf der Playstation. Ich dachte, das ist was ganz anderes in echt. Ja, das glaube ich auch. Ich habe schon ein bisschen geschlagen. Hast du schon geschlagen? Ja, in Toronto. Ah. Oh. Dann aber auf Rasen oder so ein bisschen Rad. Ja. Das ist im Ball nicht so. Okay. Nicht so einfach, wie es im Fernsehen aussieht. Ja, ist halt, muss halt üben. Ich guck mal. Dann nehmen wir Anja mit, die kann den Caddy dann machen. Denkst du? Du, ja, Driver, Anja, Driver. Driver 5. Was denkst du? Ich kassiere. Kassiere. Ja, die kriegen, Caddy kriegen richtig, richtig Trinkgeld. Ja? Den Eisen 7. Das ist wahrscheinlich das Clubhaus. Das ist das Clubhaus. Alles vom Hotel. Wir starten mal mit dem Gelben. Wo müssen wir starten? Mit dem Roten? Braun. Rot ist braun. Blau. Ach ja. Wie viele Löcher haben die denn hier, weißt du das? Haben die 18 Loch oder nur 9 oder was? Ich schätze 9. Vielleicht auch 18. Anja, weißt du wie viele? Da, 18. Siehst du? Ah ja. Haben doch 18 Löcher. Okay. Ich dachte, du wüsstest. 18 Löcher.
Ja, dann machst du auch den ganzen Tag über ein paar Meter. Aber es wird mir schon ein bisschen wie aus der PS4, da jubeln sie mir immer zu, weißt du? Und das hast du hier natürlich nicht. Das ist demotiviert. Da musst du erstmal überlegen, ob du von links oder rechts dich hältst. Ach so. Ja, da fängst schon bei an. Wie würdest du abschlagen? Von links oder rechts? Wenn ich Rechtshänder bin, würde ich sagen, würde ich von rechts schlagen. Aha. Also ich würde auch nicht aussuchen. Ja. So, bald. Auf der rechten Seite, ja. Und dann. Links ist schlecht, weil der rechte Arm ist bei mir irgendwie kräftiger und der ja, muss ja sein, die haben ja zig Meter, so eine Bahn hat ja keine Ahnung. Es gibt ja trotzdem Unterschiede. 200, 300, 400 Meter. Das habe ich nicht so erwartet. Ja gut, da müssen ja eine gewisse Breite müssen sie haben. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja. Wir müssen ja jetzt nach Paderborn, hat Achim ja gesagt. Siehst du? Guck mal halt. Ja, aber nicht mehr lange. Da hinten geht es im Wald, wo die Stelle sind. Ja, über den Golfplatz dürfen wir ja nicht laufen, ne? Keine Angst, wir kriegen gleich wieder ein bisschen mehr. Zu Opa. Ja, siehst du. Tagesziel erreicht. Ja. So schlecht geschnitten, oder? Der Rasen. Ah, ist nichts für uns Experten. Ja. Ja, ist ja jetzt, ich wollte gerade sagen. Na gut. Machen wir ein Hio. Hio. Kennst du ein Hio? Hole in one. Das Schlimme ist, wir beiden werden immer weit auseinander wahrscheinlich. Oder? Ja, ja, weil du so schlecht bist. Aber wenn einer da irgendwo festhängt, ja. Ein schöner Bunker da. Ja. Anja, wir haben 9 Kilometer geschafft. Ja, siehst du. Stimmt das? Die Lügenuhr? 8,4 Kilometer. Sagt mein Ding. Ja, ist das irgendwie so hinterher? Oder? Ja, ist manchmal ist recht unterschiedlich, okay. Die. Nur ja, aber zuletzt ging das eigentlich. Ja, zum letzten ging das, weiß ich. Ich weiß nicht, wieso. 8,4. 8,4, ich bin bei 9,03. Okay, ich habe natürlich ein paar Bögen mehr gemacht wie hier. Jo, die reißen sich das raus. Sie, das waren jetzt 600 Meter Bögen, die er gemacht hat. Ja, super viele. Obwohl, das ist so. Tja. Tja, immer auf der Straße. Okay. So. Ich sehe schon, wir sind gleich in Paderborn. Also, ja. Fernseher ist das. Fernseher. Guck mal, da hat einen Fernseher verloren. Das ist ja auch zum Kotzen. Ne? Was jetzt zwischendurch im. Ah. Da möchte ich mal einen erwischen. Jeder, der neu mitläuft, mit einem blauen Sack und schleppt den Müll. Oh, die Anja wird das, glaube ich, sogar machen. Du sagst das nicht. Das ist so eine. Ja, das ist schon ja. Schön. Was wir schon, nein, wir hatten letztes Mal, haben wir, wo war das denn gewesen? Im Wiengebirge? Ja.
Wir haben ja so viel. Genau, wir haben so viel Pfandflaschen. Ja. Und wir haben schon gesagt, wir hätten unseren Kaffee und unseren Kuchen, ja, davon bezahlen können. Ja. Hüllhaus, genau. Also da waren so viele. Ja, ist sie direkt am Dorf, weißt du, die ganzen Kinder wahrscheinlich alle immer in den Wald und dann lassen die das alle natürlich liegen und die Jugendlichen, ne? Was hast du? Die Jugendlichen treffen sich. Ja. Da auch Flasche. Er hat das A gefunden. Ja, das finde ich auch gut. Ja, schön. Ja, Arbeitskollege von mir ist in der Ah. Ach so. Ja, und dann ja, wird es. So. Gleich fragen, ob er da war hier. Genau. Ich bin wieder gesund. Ich bin auch gerne so an der Schicke. Ja, schön. Ah, Aachen muss jetzt halt ein bisschen Werbung machen für sich. Ja? Aachen muss Werbung machen. Inwiefern? Er will sich so sozial engagieren. Genau. Wie viele Jahre bist du da schon? 9. Ja. Also willst du dich aufstellen lassen? Ja, habe ich. Wollte nur noch ein paar Stimmen. Ja, okay. Fishing my compliments. Mit dem war ich 20 Mal in Tschechien mit den Andreas Enz. Ach so, okay. Da haben wir ja eine Firma in Ostrava. Okay. Dem war ich da bestimmt 20 Mal, ja, teilweise 2 Wochen lang. Ja, und dann sind wir auch am Wochenende immer auf den Berge, im Wald. Lisa Hora. Ja, guck mal. Ja. Und der ist so ein Deutschland-Russe. Mhm. Da haben wir uns schön, also ich glaube die eine Tour, das waren 7,5 Stunden oder so. Mhm. Du kannst dich schön natürlich unterhalten, den anderen kennenlernen und so weiter. Das ist natürlich sehr. Und der hat auch einiges erlebt. Ja. Ja, der war ja auch in der Armee in Russland und der war fast ganz am Ende hinten. Ja. Ja, von damals Sowjetunion. Ja, in China am Wasser. Okay. Okay. Ja, die hatten es noch schwerer wie wir hier bei Bundeswehr. Das kannst du nicht vergleichen, das ist wohl so. Das stimmt. Das war ja schon bei der NVA ganz anders wie bei der Bundeswehr. Ja. Hier ist ein anderer Ton und ein anderer Wind. Auch schon ziemlich menschenverachtend. Ja, und letztes Jahr war ich ja mit dem und Jana auch in Ostrava. Habe ich ja Jana einfach mitgenommen. Mhm. Ja. Muss auch mal sein. Ja. Da sind wir auch im Berg. Da habe ich auch noch eine Rechnung offen. Den SKT oder so ähnlich heißt der. Da sind wir stecken geblieben im Schnee bis Knie, da wollten die beiden nicht mehr weiter. Da musste ich umkehren, scheiße. Ja, wenn du so Amateure mitnimmst, meine Güte. Ja, war im Winter, war Schnee. Ja. Und die wollten. Da wollten sie nicht mehr, habe ich noch Fotos von. Das ist natürlich auch noch wieder eine andere Herausforderung. Ja. Also die gehen ja bei jedem Wetter, das ist scheißegal. Ja, gut. Ja. Kann man sich anziehen und so, genauso. Ne? Wollte ich gerade sagen, das ist halt... Gibt. Muss ich auch mal gucken, warum wir immer noch auf dieser Straße... Muss halt nur passende Kleidung haben. Das ist alles. Das stimmt, total. Und keine Angst vor Schmutz. Nee, das auch nicht. Die Schuhe sind wichtigstes... Utensil auf alle Fälle. Das ist so arm. Das ist irgendwie, ist das... Ich weiß es nicht. Du hast den, das ist halt... Echt? Du meine Güte. Okay. Das ist die Tour. Okay. Ja. Und wenn wir rechts runter, müssten wir nach Wüsten kommen. Okay. Durch, das ist ja hier Wüsten, glaube ich schon. Schwarze. Eigentlich müssen wir jetzt gleich links, aber dann noch ein Stück Straße und dann geht es wieder in den Wald. Okay. Also wir müssen jetzt ja wahrscheinlich irgendwie dieses Gebiet von dem Golfplatz irgendwie umgehen oder so. Ja, dann gehen wir schon mal links rüber. Ja. Ja, dann Anja, dann erzähl uns doch mal, wie war deine Zeit bei der Bundeswehr? Nein, die war doch nicht bei der Bundeswehr. Das war jetzt Totowahl, oder? Ja. 12 Jahre. Stimmt, genau. Habe ich voll vergessen. Stimmt. Ja. Stimmt, ja. Komm, gehen wir hier. Stimmt, der war ja... Ach ja, los, genau.
Der hat noch mal, ach ja, da hat er noch richtig Schotter gekriegt, das weiß ich auch noch. Als Vater hat jetzt auch Vater Staat gedient hatte. Ja. Ja, so Übergangsgeld. Ja, genau, weiß ich nicht. Ich glaube, eine auf Steuerklasse 6 oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja. Ja, 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 ja. Wenn wir on air sind, um. On the air, on the air again. Ja, stimmt. Ist alles. So ist der Lauf der Dinge. Das ist aber bei jedem so der. Ja, ich weiß, mein Cousin, der ist ja bis Hauptmann geworden. Der war ja 25 Jahre, glaube ich, oder so. Mhm. Der hat eine richtig dicke. Ja. Summe gekriegt hat. Ich weiß nicht mehr, konnte er sich auf jeden Fall ein Haus verkaufen. Ja. Und einen Job als Beamter. Ne? Mhm. Bist du dann, ja. Und dann, ja. Bist ja irgendwann Frührentner, ne? Keine Ahnung, wenn die dann rauskommen. Warst du denn? Ich war ja auch beim Bund, aber für auch diese nur. Normale Zeit. Normale Wehrpflicht. Ja, okay. Ich hatte da keine. Also du auch? Ja, auch. Okay. Und wo wart ihr? Ich bin dann noch mit 25 angezogen. Ja, gibt's da auch, ne? Ja, das war dumm. Okay. Und ich war ich 20 oder 21, glaube ich. Und wo warst du? Ich war erst in Clausthal-Zellerfeld, so, im Harz. Okay. Da habe ich ja, darf ich dir ja nicht erzählen, muss ich dich töten. Und dann war ich in Rothenburg-Wümme. Ja. Meiner Stammeinheit. Nein, war ja da. Clausthal-Zellerfeld waren damals hier auch viel diese Wintersportler, ne? Na ja. Die sind ja auch bei der Bundeswehr. Angestellter, ne? Ja. Und wir waren da, ja, ich war ja Abhör, Funker, Russisch. Okay. Ja. Und hinter oben, Rothenburg-Wümme war dann bei Bremen. Ja. Mhm. Achim, wo warst du? Was war das, Raketenabwehr oder was hast du gehabt? Artillerie war das, genau. Jetzt war ich Raketenkanonier. Ja, musste die gegen die Wellen und so weiter in Lage bringen und ausrichten, damit wir auch fair sind. Und dann habe ich mich verpisst auf den Zehnkammer. Okay. Dann habe ich nur noch Munition mit rumgefahren. Ja, ist ja gut. So. Ja, gut. Du hast noch ein bisschen länger gehabt, ne? Ich hatte, glaube ich, noch. Du hast noch 15 gehabt. Du solltest 18, musst du 15 oder so? Oder wie war das? Ja, 15 sollte ich 12 habe ich. Achso, genau, stimmt. Und ich hatte hier gleich von Anfang an nur 12. Der zweitälteste in diesem Bataillon. Ja, gut, 25. Ja, da war nur noch der Hauptmann war 30. Das war ein ganz wilder. Ja. Der Feldwebel war auch noch älter. Der Rest waren alle viel nicht unten. Okay. Ja. Tja. Schaut mal. Welches besagte? Lose, ne? Da müssen wir Feuer abbiegen. Das Café? Das Hexenhäuschen. Ach, das Hexenhäuschen, da ist es. Guck mal. Ja, das ist lose. Okay. Ja, wir sind schon wieder in den normalen. Hä? Was ist denn schon wieder? Was haben wir?
so durch diesen Anstieg leicht, ne? Ja, wir gehen dann wieder automatisch in den Trott, weißt du, dann geht's gleich wieder, zack. Ja, gut. Na, Lever? Lever. Na, endlich geht's wieder berghoch. Wurde hier auch mal Zeit hier. Wo müssen wir hin? Rechts? Links. Da hoch. Okay. Geht dann ja wieder Richtung Golfplatz, ne? Oder irre ich mich da? Wir haben mal nicht mal die Hälfte, Anja. Wir sind 400 Meter vor der Hälfte. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wie viele Kilometer sind das denn? Wir machen immer 18 bis 20. Ja. Und wenn die Tour zu kurz ist, verlängern wir die immer. So wie heute. Stimmt das? Ja. Stimmt diese Lüge? Aber man muss mal eine kleine Pause machen. Die seid doch verrückt. Für euch. Haben wir doch schon viermal. Die haben wir, genau. Aber normale andere halten doch auch mal an. Ja, ihr seid. Hallo, wir sind noch nicht. crazy. Und wenn einer liegen bleibt, den lassen wir auch liegen. Das ist das, will keiner liegen bleiben. Deswegen ist Achim letztes Mal auch so schnell wieder aufgesprungen, weil er wusste, dass ich ihn liegen lasse. Ja. Oh, das Einzige, was wir machen, ist ein Foto von dem Liegenden. Ja. Wir müssen die mal aufschreiben, die Regeln. Schreib die mal auf. Die muss ich da mal auf der Seite ver... Was? Ja. Wir warten dann, wir machen dann oben Pause, wenn du kommst, können wir weiter. Mach wie du kannst, Anja. Nein, so weit ist es ja nicht mehr. 3-4 Kilometer. Bitte? 3-4 Kilometer sind es noch. Das kriegen wir noch hin. Hier nochmal. Damit ihr seht, sie lebt noch. Kilometerstand. Hält sich wacker. 10,2 Kilometer hat sie. Ja. Super. Wenn ihr aus Dingens wieder kommt, würde ich gerne die Extratalrunde machen. Da müssen wir mal einmal einen Tag ein bisschen eher los. Ja. Ein halbes Stündchen. Die Fahrerei. Ja. Sind ja, ich glaube, 16 Kilometer, die wir da haben. Ne? 15,8 oder so. Mal gucken, ich werde mal überlegen, ob ich mir so eine Wochenendtour mache. Mal runter in Sauerland. Guck mal, ob ich Björn über die reden kann. Vielleicht kommt er mit. Und Vanessa. Bei wem hast du mehr Chancen? Vanessa. Die läuft viel mit dem Hund auch, ne? Die ist auch fitter, muss ich sagen. Ja, vielleicht kommen wir beide mit. Mal gucken. Da eine Nacht übernachten, ne? Bei Freitag hin übernachten und dann. Mal zwei, mal gucken. Jo. Suchen wir uns einen Baumstumpf. Geh schon ein. Dann warten. Ja.
Nee, ich glaube, hört sich echt gut nach einem guten Plan an. Da gibt es eine schöne. Hier gibt es mehrere. Ja. Geschnitten für uns. Ja. Hier kann jeder seinen eigenen haben. Ja, ich stelle jetzt mal die Kamera ab. Und dann. Muss ich gar nicht mal gucken. Keine Ahnung, abgebrochen, wieder gestartet. 18% muss ich zusammenschneiden, das Video. Meine dummen Sprühe noch raus hier rausnehmen. Ja, das Problem ist, du musst aufpassen, dass du hier haben, wenn du schneiden willst. Ja. So, gib mal mein Wasser auch. Ja, warte. Wenn du getrunken hast, ja, dreh mal ein bisschen. Da war Anja nicht drauf, die pausiert da hinten schon wieder. Ja. Na, ja, schön hier. Ja. Viele Tische. Okay. Ja, hier ist eine Golfbahn. Ja, wir gehen zurück zum Golfplatz. Also mal rum, ne? Mhm. Du bist doch wohl nicht am Essen. Das ist ja. Das widerspricht ja wie den bringt Regeln. Man? Wie bringt man? Das ist ja wie Guido. Ich schmeiß mich weg, ey. Wisst ihr was? Ich hätte so viele schöne Stämme und Scheiben schon gebrauchen können. Ja, die hättest du mal alle mitschleppen sollen. Toto flippt aus. Du hast nur zwei Hände frei. Ach, guck mal, hier ist doch so ein schöner Rastplatz. Ja. Ja, schau mal, was Achim gefunden hat. Ja? Einen schönen Rastplatz. Ach ja. Ja. Hier ist die Sonne von mir. Esst ihr lieber? Nein, wir haben keine Zeit zum Essen. Das ist so weit. Wie im Kampf, wir haben keine Zeit zum Bluten, weißt du? Das ist, wenn, ich sag mal, wenn du Sport machst, ne? Oder läufst oder joggst, der isst dir auch nicht. Ne? Das ist ja Sport. Ja. Und die anderen, die sagen, ihr habt ihn. Also, was interessieren uns die anderen? Ja, dann ist ja auch. Ich finde das genial. Deswegen lache ich. Ich lache über mich selber. Wir haben ein Problem. Das haben wir. Wir sind völlig falsch. Wir haben nur einen Kilometer. Wie? Wir haben nur noch einen Kilometer. 200, 400, 600, 800, ja, 1200 Meter. Das ist aber doch zu wenig. 11,6 ist die Tour kurz gewesen. Weiß ich nicht. Ihr habt die doch ausgewählt. Jemand hat eine Frage zur Burg Ravensberg. Echt? Kannst du helfen? Nee, kann man. Ganz wenig Scheiße. Das war Anja. Das war ein Reis. Eintrittspreise. Für das Café da oder was? Nee, für den Tour. Kostenlos. Kostet natürlich nicht. Jemand hat gefragt, zum Mooshütte-Restaurant. Kannst du helfen? Ich habe gehört, es ist geschlossen, stimmt das? Ja. Die Mooshütte zu? Warum? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich kann jetzt nicht sagen, ob die jetzt zugemacht haben, aber. Ja, ich kann das nächste Mal mache ich für uns so ein bisschen Picknick. Also, ein Jahr. Meine Freundin hat einen Tour mit mir gemacht, hat zum Korb mitgenommen, wollte Pilze nebenbei sammeln. Ja. Ja, aber ist doch. Einen einzigen hat sie gefunden, ja. Mitgeschleppt, die ganze Tour. Und dann ganz zum Schluss der Tour haben wir den beerdigt. Ja, ist doch.
Da musste ich auch was von dem Thema lachen, weil sie wieder im Wald da war und sich irgendwo im Morast ein paar Zähne gesucht hat. Hätte dann so keinen kombinierten, so wie ich auch war. Ja, das wird so wohl. Aber du, ich weiß nicht, so also Schraubenzugang, so nicht so gut. Er isst ja morgens gar nicht, ich esse normalerweise, also ich esse gut 1000 Kalorien und das reicht dann bis 16 Uhr. Zwischendurch hast du mal so, wenn der Tag richtig anstrengend war, dann hast du mal so ein bisschen, dass du so ein bisschen durchhängst, aber normal reicht das. So 20 Kilometer sind dann aber auch schon, na gut, hatten wir jetzt bisher noch nicht ganz gehabt. 18,3 oder so. Also da hatte ich dann schon mal Hunger gehabt, aber normalerweise. Thomas, machst du ein Foto von mir mit meinem Handy auf, bitte? Natürlich. Opfermäßig hier sitzt. Ja, Opfer. Die Kinder auch. Sie stalkt uns. Ja, mit dem Baumstützen kannst du sagen, wie jetzt die gestapelt hat. Genau, du hast die ja gestapelt. Genau. Ja, dann lass lieber von. Ich kriege immer nein. Das ist schon gut, aber warte. Warte mal. Jetzt weiß ich auch wieder, was wir machen müssen. Wir müssen natürlich nur eine Galerie machen, ne, mit den Teilnehmern. Ja, müssen wir auch. Anja sollte sich ja anmelden bei Komoot, dann hätten wir sie hinzufügen können. Ja, genau. Ja, was kriege ich das mit meinem Handy? Du hast das heute gehen. Klingelt doch diesmal, also geht das auch mit dem Sturmhaus. Das wird wieder das mit Vanessa gemacht, dass sie das Bild hier, weißt du? Dass sich das dann umwandelt in Einstein. Das finde ich. Das ist nicht Vanessa. Das ist Marilyn Monroe, ist das. Das ist Marilyn Monroe und Einstein. Weißt du mir bitte, was das gibt? Ja. Die ganze Zeit denke ich, das ist Vanessa. Klein jüngeres Mädchen. Nee, nee. Das könnte aber sein. Thomas. Ja gut, das siehst du ja so nicht so genau. Total. Das ist eigentlich ein Bild. Wenn du kurzsichtig bist, siehst du, glaube ich, Albert Einstein. Und wenn du weitsichtig bist, siehst du Marilyn Monroe. So was ist das. Kann dir, wenn ich mal dran denke, kann ich dir ein Original, gibt es auch ein Original. Kann ich dir mal zuschicken. Dann siehst du das. Anja, wir gehen, ne? Das ist auch zu gefährlich hier, weil hier die Golfbälle rumfliegen. Wollte ich gerade sagen, die schießen scharf hier mit den Golfbällen. Nicht, dass du dann gleich einen an den Kopf kriegst oder so. Alter Schwede. Wir müssen eigentlich schon Helme tragen hier. Wenn ich ins Kinderzimmer komme, Kinderzimmer ist nicht. Wenn ich in den Zimmern, du filmst es doch jetzt nicht. Was? Guck mal, das ist faszinierend, als wenn es so kleine Lämpchen. Ja. Jo. Ja. Kennen wir aber schon. Ja. Ja. Das ist so. Wenn ich wieder und wieder reinkomme und irgendwas erfrage, ja, oder was bringe. Ja. Oder abhöre. Oder. Das ist irgendwie stark. Ja, das ist. Ja. Das ist so göttlich. Ja. Die haben das durchschaut. Unsere Stalkerin! Am Anfang, wo die auf die Schule gewechselt haben, habe ich sie oft abgeholt und bin dann auf die Schule gestanden. Oh, das ist aber nicht. Das war nicht gut. Ein Tag ist Basti mal an mir vorbeigegangen. Das glaube ich. Ich so, hallo, ich bin deine Mutter. Anja, sowas macht man nicht. Ja. Ich wusste nicht, dass sie abgeholt werden. Das war das. Ach so, okay. Ja, für Kinder ist sowas immer peinlich, weißt du. Ja. So, jetzt kommen wir mal auch noch. Wir haben nur noch 1 Kilometer, Anja. Jo. Komm.
Ja. Das stimmt wohl. Darf ich nicht leben, zum Matschalkobo. Ja. Keine Ahnung, das ist mir auch egal. Oh. Außer der Sichtweite. Außer Sichtweite. Das kann ich dir so sagen. Die meiste Zeit außer Sichtweite. Ich kann dir mal eine Geschichte erzählen, Anja. Da war Aachen nicht dabei. Da sind wir losgelaufen. Das war nur im Wiehengebirge. Ne? Das war eine Tour, ich glaube, die war knapp 8 Kilometer. Eigentlich nur so ein Kreis. Und ja, und irgendwie war er da am Rumzicken. Ich sage, ja komm, ich laufe schon vor, ich gehe vor, kommst halt nach. Und dann war ich am Parkplatz. Und dann schickt er mir seinen Link, wo er war. Ja. 1,5 Stunden entfernt von mir. 1,5 Stunden entfernt von mir. Wir wollten eigentlich noch einen Kaffee trinken bei Schmidt, ne? Ich sag, Guido, glücklicherweise hat er sein eigenes Auto dabei gehabt, ne? Ich sag, ich fahr schon los. Bin dann nach Bünde. In der Eschstraße bei Schmidt habe ich mir ein Stück Kuchen, eine Tasse Kaffee geholt. Und dann, und dann war er immer noch am Wandern. Ne? Das erzähle ich dann meiner Mutter. Und weißt du, was sie sagt? Du kannst den Jungen doch nicht alleine lassen. Ja, ich sag Mama. Mama, du siehst doch, dass ich das kann. Ich kann Regeln aufstellen. Ja, so ist das. Da hinten ist sie, da hinten. Guido, komm! Ach ja, kriegst du hier einen ein. Ja. Und das trotz Navigationsgerät, sag ich nur. Ja, das ist traurig. Ja, das ist richtig traurig, das stimmt. So, ja, wir sind so richtig. Die Richtung, Anja, ne? Die Richtung ist jetzt der Tipp zum Bergabgehen. Okay. Setzen Sie beim Laufen den Fuß auf die ganzen Ferse auf, nicht auf der Kante. Okay. Lieber zu klein als zu groß. Halten Sie die Knie leicht gebeugt. Lassen Sie die Schultern locker hängen. Kann ich nicht, muss ja das Ding halten hier. Schwingen Sie die Arme. Kann ich auch nicht. Gleich mit. Ja. Siehst du? Richten Sie Ihren Blick zum Horizont, um die Halswirbelsäule zu erlassen. Dann gehst du ja wie zum Horizont, ja. Der Horizont ist ja. Glöckner von Notre Dame gehst du dann, ja. Abnehmen beginnt im Kopf, steht hier. Guck mal hier. Das stimmt, die Gedanken formen alles. Die Gedanken sind frei, Anja. Die Gedanken sind frei. Ich bearbeite ganz andere Dinge. Ja? Und das passt auch. Das ist auch gut, aber. Die richtigen Schritte. Guck mal. Ja. Guck mal. So, mit der ganzen Hacke auftreten. Das ist eure Kamera, kannst du lesen nachher. Anderthalb Stunden. Aber erst musst du die 1,5 Stunden vorher angucken, genau. So. So, ja.
Kommt mir ein bisschen doof vor jetzt. Schwingen, Anja, die Arme schwingen. Die Ferse komplett aufsetzen. Knie leicht gebogen. Arsch nach hinten raus. Und dann? Okay. Und den Blick auf den Horizont. So geht man bergab. Also bequem ist was anderes, finde ich. Ja. Na super. Du sollst auch mal einen schönen Sonntag erleben. Nein. Nachher bist du ganz zufrieden auf dem Sofa, weil genau. Du was geleistet hast. Genau, das befriedigende Gefühl, dass du heute was getan hast. Nö, ne? Ich bin sowieso immer irgendwie. Bist sowieso immer aktiv, ne? Ja. Aber das ist natürlich jetzt nicht so. Was machen wir nicht? Ja. Aha. Beim nächsten Mal nehmen wir dann Level 2, also etwas schwieriger. Ja, Thomas, du weißt, ich gehe auch zu Fuß von mir zur Arbeit und so weiter. Hm. Deswegen, wo manche sagen, das ist aber weit. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, nur, ist klar. Das ist für mich überhaupt nicht weit. Aber man, ja, was trainiert man dann? Wie, das machen wir so ja auch immer. Das ist ja zusätzlich. Ja. Oder das im Wald laufen ist ja, oder wandern, das ist ja. Bisschen was anderes wie in der Stadt spazieren gehen, ne? Das ist. Das stimmt. Ja. Vor allen Dingen ist es schön, wenn du zwischendurch ein bisschen klettern kannst, querbeet eingehen und so weiter. Das, das ist halt das, was, was das Ganze halt was mehr Spaß macht. Ja, lohnt sich schon gar nicht mehr, eine neue Ding jetzt aufzumachen, ne? Nein. Ja. Heute kommen wir mit zwei Akkus aus. So, dann machen wir mal so ein Fazit hier. Ha? Anja, wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Sehr gut. Völlig überwältigt. Wir waren angenehme Wanderpartner. Und ich bin ja, begeistert, so was ich so bewerkstelligt habe. Ja, ist ein Training. Strecke war okay, ne? Sehr gut. Ja. Alles machbar. Wir dachten eigentlich, es wäre eine einfachere Tour, aber ich habe sie dann herausgestellt, dass wir doch ein bisschen mehr querfeld einlaufen mussten. Und das war genau, halt, das war auch eine schöne Überraschung. Ist ja, ja auch mal eine Erfahrung. Ja. Ne? Wenn man das ja noch nie so gemacht hat. Ja, richtig. Naja gut, so, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, nächste Woche haben wir glaube ich noch eine Tour, ne? Und danach bist du erstmal weg. Nächste Woche, danach ist Hochzeit. Ja. Und dann müssen wir gucken, ob wir dann Sonntag noch eine machen. Ja, ich denke weniger. Denke schon. Ja? Und ja, mal gucken. Montag fahre ich in Urlaub. Okay. Ansonsten. Samstag ist Ruhetag. Sehen wir uns dann nächste Woche wieder mal gucken, wo wir hinfahren. Ja, nächste Woche auf jeden Fall. Ja. Nächste Woche ist ja, ja erst der 18. Ne? Ja, ja. Mal gucken, was war eine schöne Tour. Wahrscheinlich mal ein bisschen mehr wieder. Jo. Mal sehen. Okay. Keine Partys vorher. Keine Partys vorher. So, und tschüss.